Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen zusammengebaut Video. Ihr seht es, ich habe hier etwas gebaut. Das ist das Best Burger Restaurant und ich hatte vor einigen Wochen schon diesen Hamburger gebaut und habe dann gedacht, Mensch, so ein Hamburger ist schön und gut, aber es bedarf dann auch noch eines Gebäudes, das ich auf meinem Jahrmarkt ergänzen möchte. Sprich, ich habe keine Fläche, die ist immens, sondern das soll sich tatsächlich fügen innerhalb des Jahrmarktes. Und ich habe so ein bisschen die Steine zur Hilfe genommen hier, die ich in den letzten Monaten gekauft habe. Das heißt, ich hatte im Sinn, was ist neu da, und dann habe ich drauf losgebaut. Tatsächlich gibt es hier kein konkretes Vorbild, aber ich hatte natürlich schon so in etwa im Sinn, wie das Ganze dann sich darstellen soll. Eine durchaus moderne Architektur, aber so ein bisschen von den Farben klassisch angehaucht, denn die 60er, die schwingen immer mit, wenn es um einen Diner geht. Es gibt mit den sehr schicken Diner von Mike Psyche, Modular Building, und insofern war das schon eine Herausforderung, hier irgendwas zu schaffen, was so ein bisschen anders aussieht und dennoch verspielte Komponenten mit sich bringt. Ihr seht es, die Rückseite hier so ein bisschen was Geschwungenes ergänzt, damit das nicht zu dröge wirkt. Und innen drinnen tut sich natürlich noch nicht so viel, das wird alles noch ergänzt. Im Endeffekt ist es ein Gebäude, das bezugsfertig ist. Ihr seht hier aber, ich habe schon etliche Noppen hier entsprechend gelassen. Dort kommen dann einige Geschichten hin. Hier ist die Küche, können wir reinschauen. Das heißt, dort könnt ihr entsprechend auch hier die Bestellung aufgeben und dann den Burger in Empfang nehmen. Hier hinten gibt es dann so die Ecke, wo ihr Getränke nehmen könnt, Servietten, Ketchup, Mayonnaise. Das kennt man so ein bisschen aus den amerikanischen Restaurants. Und dann seht ihr schon diese Wendeltreppe. Und da habe ich tatsächlich eine Idee gehabt seit Wochen und das ging sich wunderbar auf. Denn das hier, das ganze Gebäude, entstand an sich aufgrund dieser Platte hier. Das ist die Lego Dimensions Platte, die gab es immer bei diesen Erweiterungen. Und wenn ihr das quasi auf diese Dimensions, Station gesteckt habt. Und damit hatte ich zwei Stück in Dark Grey. Hab gedacht, das ist ja perfekt. Das heißt, ihr könnt hier reingucken. Die Wendeltreppe geht dann quasi von unten ganz hoch. Ganz einfach befestigt hier oben. Und das war irgendwie so die erste Idee. Natürlich gibt es kein Geländer, das heißt, unten ist ein Hinweisschild. Achtung, bitte nicht stürzen. Benutzung auf eigene Gefahr. Und dann kommt hier oben auf das Sonnendeck. Dort also kann gespeist werden. Und genau das Gleiche ist auch möglich im ersten Stock. Hier also im Second Floor, wie es in den USA heißen würde. Und da seht ihr schon auch wieder die Wendeltreppe, wie sie dann entsprechend hochgeht. Hier kommen dann noch Tische rein und das wird auch noch gefliest. Und unten dann entsprechend, können wir auch nochmal reingucken, der Eingangsbereich, wo man dann hineinschlendert und dann um die Treppe rumgeht, links dann den Burger in Auftrag geben. Und dann kann man sich aufmachen nach oben oder man nimmt das Ganze mit raus und vergnügt sich weiter auf dem Jahrmarkt. Hier habe ich noch so ein bisschen gefliest, Pflaster, Blümchen dürfen nicht fehlen. Und das Ganze habe ich hier angewinkelt, damit sich das ganz gut fügt. Ich mag immer so ein paar andere Formen. Das ist auch alles, würde ich sagen, regulär, keine illegale Bautechnik. Hier liegt das quasi auf. Das ist nur eine Fliese und befestigt ist es dann hier vorne. Und hier geht es dann auch wieder weiter. Noppe. Die Noppen sind dann natürlich hilfreich. Ja, das also der kurze Blick. Das Ganze ist übrigens auch modular, wobei ich sag mal so modular, dass es mir dienlich ist. Jetzt nicht mal eben alles abnehmen, wieder draufstecken, aber es ist, hupsala, da ist der Burger abgeflogen, da ist er noch. Aber das Ganze ist entsprechend so gedacht, dass man eben die Station hier einfach abnehmen kann, die Etage und hier oben das Dach auch. Also wenn ich dann eben was ergänzen möchte im Inneren, ist das ohne weiteres möglich. Und das werde ich dann entsprechend auch machen, wenn ich nächste Woche das Innenleben ergänze. Und dann wird es gerne noch ein weiteres Video geben. Versuchen wir mal mit einer Hand den Burger wieder zu ergänzen. So, und dann wird das hier einfach aufgesteckt. Gucken wir mal, ob es geht. Jawohl. Und das Fähnchen fehlt noch. Wo ist das Fähnchen? Das ist hier irgendwo. Das finden wir gleich auch noch. Da ist es hin. Da ist es hin. Okay, das wird auch noch ergänzt. Also, haben wir es wieder heile gemacht. Na, mit einer Hand immer nicht ganz so einfach. Aber jetzt passt es. Gut, also das ist der erste Blick auf mein Best Burger Restaurant. Und so sieht es dann aus, wenn man baut. Ich frage mich jetzt, wer alles wieder aufräumt. Ich befürchte, das bin ich. Aber dann geht es weiter nächste Woche und ich werde dann noch das Innen
Leben, die Innenarchitektur ergänzen, noch mehr Leben natürlich reinbringen. Momentan gibt es dann nicht mal einen Besucher, das wird dann alles noch kommen. Und dann wird das Gebäude ergänzt auf meinem Jahrmarkt. Und ihr könnt es auch sehen im Rahmen der Zusammengebaut 2019 Lego-Ausstellung am 23. und 24. November im nordhessischen Borken. Wenn ihr also sowas sehen wollt und viele, viele andere Layouts, kommt vorbei in Borken, Nordhessen, bei Kassel das Ganze. Dort im Parkhotel die Veranstaltung Zusammengebaut 2019. Unsere Lego-Ausstellung Samstag und Sonntag. Alle Infos natürlich auf zusammengebaut.com. So, ich fahre jetzt wieder nach Hause, habe genug getüftelt. Ihr seht hier übrigens noch so ein bisschen wie früher. Dort waren ja die Fachwerkhäuser entsprechend immer größer, wenn man quasi in die Höhe ging, damit man die Fläche nur bezahlen musste, die unten ist. Also man zahlt immer nur die Grundfläche und durfte dann nach oben hin größer werden. Darum seht ihr das bei den Fachwerkhäusern auch. Hier wurde also auch entsprechend noch ein kleiner Winkel reingesetzt. Ja, also ich bin zufrieden. Tatsächlich haben die Steine größtenteils gereicht für das, was ich vorhatte. Und ein bisschen improvisieren macht ja dann auch mal Spaß. Wie immer, wenn ihr Anregungen habt, Fragen zu dem Gebäude oder Verbesserungsvorschläge, Wünsche, packt sie gerne in die Kommentare. Das war's für heute. Bis zum nächsten Video hier in unserem deutschsprachigen YouTube-Channel Zusammengebaut TV. Bis dahin, schöne Zeit und tschüss.